Und damit wieder willkommen zurück. Passt, passt, passt. Geilo. So, ganz großes Kino hier. Ich muss sagen, so, im 1 gegen 1 gegen eine schwere KI ist das schon sehr spannend. Das Spiel. Also, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, ob es klug ist, auf den Titanen gehen zu wollen. Titanen sind sehr teuer. Auch die Titanenwerft wird sehr teuer sein. Titanengießerei, ja, ist teuer. Aber ich glaube, das lohnt sich, den jetzt machen zu wollen. Weil ich habe die Metalle, ich habe die Kristalle vor allem. Es müsste machbar sein. Auch wenn der mir hier langsam wirklich ordentlich auf die Nerven geht. Die Anima sind unruhig. Aber der verfolgt mich, oder? Deine Präsenz ist stark. Ah ja. Da können wir Geld zahlen, um die zu erhöhen. So. Auf jeden Fall muss ich hier bauen. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich hier verteidige. Wenn der wirklich angreifen will, dann muss ich darauf gefasst sein. Die Piraten müssten ihn bald überfallen. Und zwar so richtig gehörig heftig. Gemeinsam sind wir stark. Da müssen wir doch mal schauen. Ich weiß ja nicht, ob er mich verfolgt oder nicht. Derzeit schaut das nicht so aus. Dann kann ich die Piraten auf meinem Planeten vertreiben, hoffentlich. Das gibt auch ein bisschen Erfahrung, das ist immer gut. Und da muss ich mal gucken, ob ich nicht hier noch so einen Drohnenführer oder irgendwas mache. Gegen gar nichts stark. Ja, super. Unsere Truppen haben den Feind angegriffen. Wissen erworben. Da muss ich jetzt wirklich mal schauen, ich weiß es noch nicht. Gemeinsam sind wir stark. Ja, das kostet schon ein bisschen was. Da ist das Mutterschiff. Was macht denn das? Kolonisieren, Böswilligkeit, Schildkröten, Auferstehung. Ah. Bruch zionischer Schrei, Lethargie, wer zuletzt lacht. Das klingt böse. Drangsalieren können auch, ne? Gemeinsam sind wir stark. Na, ich will irgendwie Power. Schlachtkreuzer. Schänder greifen unsere Welt an. Ja. Das macht nichts. Ich meine, man darf natürlich nicht nur auf den Schaden schauen. Aber... Na gut, das Mutterschiff hat schon Schaden, ne? Ich habe den Träger genommen, der hat nicht so viel Schaden. Ich mag halt Träger. Träger sind geil. Zumindest sind sie nicht schlecht, sagen wir mal so. So, Tempel der Feindseligkeit. So, hier greifen wir jetzt auf jeden Fall mal an. Ist es soweit? Natürlich ist es soweit. Die Anima sind unruhig. So, telekinetischer Stoß können wir auch mal machen. Wissen erworben. Ja, vielleicht braucht es das gar nicht. Geht auch gar nicht. So. Ich glaube, ich baue noch einen Sucher, weil ich unbedingt wissen will, wohin. So, nächstes Ding. Ich baue den Titan. Ich renne jetzt durch zum Titan. Die Beute ist vollständig aufgebraucht. Und dann werden wir mal sehen, ich suche Wissen, was das bringt. Die Piraten müssten da irgendwo angreifen. Das dürfte mir ein bisschen Luft geben, während ich hier kämpfe. Was denken Sie? Die Rache ist unser! Das ist halt die Frage, ne? Inwiefern schaffen wir das hier? Wir folgen dem Ruf. So. Ja, mehr Schaden, mehr Zeug, das ist schon alles nützlich.
So. Bomben, ja, Bomben, da mache ich nicht so viel. Nicht derzeit. Schilde, Hülle. Schon wichtig. Ich glaube, Hülle ist besser, weil die meisten Schiffe mehr Hülle als Schilde haben. Deswegen dürfte Hülle besser sein als Schilde. Mehr Credits werden benötigt. Ja. So. Den Sucher dürft's auch bald zerpflücken. Mehr Credits werden benötigt. Ja, ein paar Credits, aber nicht so viele. Das geht schon. Nicht, dass nur wüsste. Das schaffen wir. Ja, den Sucher will ich eben genau nicht. Doppelklick geht wir nicht. Wir folgen dem Ruf. Gemeinsam sind wir stark. So. Ohne zu zögern. Obwohl, wartet mal. So, das habe ich jetzt hier verteidigt. Irgendwie. Eher schlecht als recht, aber immerhin. Wir folgen dem Ruf. Und je nachdem, was steht denn hier an meiner Flotte noch? Ist nichts gestorben. Gut, wenn die Sonne jetzt, also Altherf, dieser Stern, gemeinsam sind wir stark, nicht groß belagert wird, da ist nur ein Sucher. Wie Sie wünschen. Das heißt nämlich, dass ich jetzt wie hier Sie hin wünschen. Kann. Das mache ich auch. Nochmal ganz kurz die Aufnahme checken. Ja, ja, ja. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Immer ganz wichtig. So. Kann ich denn schon eine Titanenwerft bauen? Könnte ich, wenn ich das Geld hätte. Aha. Alle Energie auf den Sprungantrieb. So. Dann bauen wir das jetzt. Konstruktion abgeschlossen. Ein bisschen Metall brauchen wir noch. Jetzt. Nicht ausreichende Metalle. So. Bauen wir hier hin. Obwohl, dann baue sie einfach hier hin. Wir können hier nicht bauen. Ja, dann baust du halt hier hin. Ist doch egal. Aber die schaut auch schick aus. So. Genau. So machen wir das. Hier müssten wir jetzt dann eine ansehnliche Flotte haben. Der Sucher. Was soll entdeckt werden? Geht jetzt dorthin. Ich will das wissen. Ist es soweit? So. Konstruktion abgeschlossen. Wo ist es? Wo ist es? Das Schiff. Da. Okay. Weil hier hat er nichts. Ein paar Handelsdrohnen. Also er handelt. Vielleicht lohnt sich Handeln doch. Also man handelt ja zwischen eigenen Planeten. Ich hätte nur nicht gedacht, dass das überhaupt was bringt, weil du so wenig hast, ne? Da groß jetzt einen auf Händler zu machen. Ja, der Titan ist teuer. Aber ich kann drauf sparen. Das ist machbar. Geht. Kann ich tun. Ich kann drauf sparen. Dauert ein bisschen. Dauert wirklich lange. Aber es geht. Ja, schaut euch das an. Da deine ist nichts. Also ich kann da hin. Der Sucher geht dorthin. Dann weiß ich nämlich, wenn Stress ist, wenn der kommt, dann kann ich abhauen. Das heißt, wenn er springt, springe ich hier hin und hau wieder ab. Und mache halt hier jetzt einfach Schaden. Zerstöre den Tempel der Feindseligkeit, den Handelsposten, hier so ein bisschen was, blub, blub, blub. Den Planeten werde ich wahrscheinlich nicht zerstören können. Fehlt mir die Power. Aber ich kann Schaden machen. Großen Schaden. Und das dürfte sich lohnen. Genau. Der braucht 150 Versorgung, da werde ich dann 2-3 Fregatten auflösen müssen. Konstruktion abgeschlossen. Ist dann aber auch ziemlich egal. Wo forsche ich denn gerade? Sehe ich gerade gar nicht. Ich wüsste gerne, wo gerade geforscht wird. Aber ich weiß es nicht.
geplant. Was wird denn aber gerade geforscht? Ich sehe es nicht. Konstruktion abgeschlossen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gerade noch geforscht habe. Naja, auf jeden Fall wird das jetzt geforscht und dann passt das schon. So, der Sucher bleibt hier. Talion befreien. Unsere Flotte ist eingetroffen. Ja. Was soll entdeckt werden? Mein Pfad ist frei. Handelsdrohne, ja. So. Die Rache ist unser. Ich hau jetzt hier alles kaputt. Die Handelsdrohnen hauen ab. Die Anma sind unruhig. Mal sehen, ob wir die Drohne zerstören können. Ja, das dürft's nicht lang machen, oder? Zerstört. Die Rache ist unser. So, Handelsposten zerstören. Gepriesen sei die Unity. Und dann den ganzen Kram ab kaputt machen. Na, reagiert nicht ganz so schnell wie gedacht. Der hat keinen Schadensminderung. 15%. Das klingt. Ah, habe ich auch. So, die Handelsdrohne, die müsste es auch erwischen. Konstruktion abgeschlossen. Theoretisch. Da kommt eine Handelsdrohne zurück, die wird gleich auch abgefangen. Ja, passt. Den Handelsposten zerstören, das dürfte sein Einkommen mindern, und zwar ordentlich. So, und dann gibt es den Titanen bald. Das ist nur ein Sucher. Abhauen. Ich würde sagen, das schaut gut für mich aus. Der Befreier nimmt auch guten Schaden. Na, das will ich nicht. Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. Das will ich jetzt nicht, dass die Piraten mich jetzt angreifen. Da muss ich. Es wird mich Geld kosten, ja. Aber. So. Und jetzt muss ich genau warten. Der hat nämlich eine große Flotte, eine größere als ich. Ja. Das zerstören wir. Dann geht's er dahin. Und dann springt's er hier. So. Weil der muss sich ja. Also ich muss das zeitlich ein bisschen besser abpassen. Vielleicht zerstören wir das Ding noch. Den Tempel der Feindseligkeit und dann hauen wir wieder ab. Wir erwägen es. So, Piraten, bloß nicht auf. Also, ich darf das nicht verlieren, dieses Piratenbattle. Die müssen ihn angreifen statt mich. Es ist teuer, ich weiß, vor allem weil ich es bloß aufschiebe. Die Piraten sind verschwunden. Jetzt greifen sie doch mich an, oder was? Nee, als nächstes. Okay. Schaffe ich das zeitlich? Das muss genau getimt sein. Also die Sucher, ich finde es so, ist es halt viel strategischer als im jeder gegen jeden mit 5 Leuten oder so. Da kümmere ich mich nur um mich selbst. Hier muss ich echt schauen, welche Moves macht er. Das ist viel anspruchsvoller. Und so ein blauer Gasgigant ist auch übelst geil. So, jetzt zerstört bitte noch den Tempel der Feindseligkeit. Haut's drauf, beeilt's euch. Ah, er springt. Er springt. Jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Die Rache ist unser. Aber er kommt da oben an und ich bin hier unten. Es müsste passen. So, und jetzt nichts wie weg. Es. Ganz schnell abhauen. Ganz schnell abhauen. Ja. So, die Piraten greifen da oben an. Der hat jetzt hat er Probleme. Jetzt hat er echte Probleme. Und ich. Titanen, ja. Ich hab das Geld fast. Ich hab's fast. Noch 3000. Dann habe ich's. Wahrscheinlich werde ich Metall kaufen müssen, aber das sehen wir gleich. Ich werde. Also, werde ich jetzt die Avatanganisten. Weil auf 19% zu gehen ist teuer. Das muss noch nicht sein, finde ich persönlich. Vor allem hier braucht man. Also. Mit 3 Planeten so hoch zu gehen, ist halt dann verdiene ich gar kein Geld mehr. Die Rache ist unser. Deswegen werde ich jetzt den da
auflösen. Den da auflösen. Den da auflösen. Und den da auflösen. Was denken Sie? Alle Energie auf den Sprungantrieb. So, demontiert. 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 Oh, wow, da bin ich ganz knapp entkommen. Aber ich habe Schaden gemacht. Ich habe einen Handelsposten und einen Tempel vernichtet. Ich habe ein Schiff vernichtet. Ich habe ein paar Handelsdrohnen abgeschossen. Was soll entdeckt werden? Das war nicht schlecht. Und ich kann mir als nächstes den Titan basteln. Und das werde ich auch tun. Sobald ich halt kann, ne? So müsste es jetzt hinausgehen. Und dann gibt es den Titan. Den baue ich noch. Das wird richtig nice. So, er haut ab. Er muss sich ja verteidigen. Und das ist genau dann die Chance, wo ich sagen kann, hey, ich gehe wieder angreifen. Er denkt jetzt, passt. Ne? Muss ich um die Piraten kümmern. Oh, oh. Die zerstören nur so ein bisschen was. Und ich gehe wieder hin. Mach wieder einen Tempel kaputt. Yep. So. Oh, ich muss noch die Großkampfschiffe. Ah. Halt, ich habe... Habe ich zwei? Ich habe nämlich zwei. Aber gut, das kostet mich nicht so super viel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zwei Großkampfschiffe habe. Wo habe ich denn zwei Großkampfschiffe? Ich habe doch bloß eins. Leitet mich. Oder? Ja, den Träger und das war's. Was der labert. Ah, der braucht zwei Kommandopunkte. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ich muss nur noch... Ja, sehr schön. Ich muss nur noch abwarten. Das ist wieder nur ein Sucher. Ja, passt schon. Passt. Zeigt mir den Weg. Ich greife an, während er hier wieder rumstreunt wie so ein Idiot. Erforderliche Forschungen müssen zuerst durchgeführt werden. So, zivile Infrastruktur. Das gibt wieder Geld. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, alles, was ich klicke, verzögert im Grunde bloß. Die Anma sind unruhig. Was hatten wir da hinten? Handelsposten, ja. Pass auf. Gepriesen sei die Unity. Obwohl. Winseldom Gnade. Ja, komm. Winseldom Gnade. Er muss sich ja um alles kümmern, ne? Er muss ja. Er muss. Er kann gar nicht anders. So, noch sind die Piraten hier zu schaffen. Und dann auch noch auf seinem Hauptplaneten. Das ist halt echt bitter. Das ist wirklich bitter. Es wird ihm nicht gut tun. Und es wird ihm nicht gefallen. Aber so ist es nun mal. Tja. So. Ne, den Handelsposten, den muss ich zerstören. Schaut aber auch interessant aus, ne? Wissen erworben. Mei, die Opfer werden groß sein. Am Handelsposten gibt es zumeist immer sehr viele Leute. Und oh. Ich finde es schön, dass er einen Sucher vorausschickt, bevor er springt, um zu sehen, ob es sicher ist, hierher zu springen. Also die schwere KI, die ist schon nicht ganz dämlich. Die ist, ja, doch, die hat was. Gefällt mir sogar ziemlich gut, was sie da macht. So, ich werde nochmal kaufen müssen. Wahrscheinlich werde ich zweimal kaufen müssen, aber das warte ich jetzt ab. Das ist ein ganz feiner Balance Act, wo ich jetzt rumbalancieren muss. Aber den Titan will ich noch losbauen und dann hole ich mir den Planeten. Weil der Titan müsste stark genug sein, gegen seine zwei Großkampfschiffe durchzuhalten. Wenn nicht, springe ich wieder weg. Dann habe ich Pech gehabt. Aber ich kann mich jetzt so langsam hoch schaukeln. Und das müsste dann schon passen, ne? So, gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Jeden Moment. Titan wird gebaut. Titan wird gebaut. Der Handelsposten fällt. Seine Armee ist noch nicht da. Passt. Also. Damit verabschiede ich mich. Für heute vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war spannend. Ich fand es persönlich spannend. Wirklich anspruchsvoll, ja. Quick Strike gefällt mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wie immer, einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.